Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal Odin mal shoppen. Ich kann euch leider nicht alles aus dem Video zeigen, da was mit bei ist, was für die beste Freundin von meiner Tochter ist zum Geburtstag. Deswegen kann ich euch das nicht zeigen, das werde ich vielleicht dann im nächsten Odin mal shoppen zeigen. Und dann habe ich hier was gekauft. Und noch was habe ich gekauft, weil Rudi mir zugeredet hat. Ich habe bei Amazon wieder Nachfüllpacks für Tommy Tippi geholt. Also für unseren Windeleimer. Das Ding ist so knorke, Leute. Ey, das ist... Der Zimmer stinkt nicht, oder Schatzi? Außer man lässt es offen stehen wie ich, ja. Aber sonst ist das einfach klasse. Eigentlich, also ich habe ein 18er Paket gekauft. Ich zeige euch die mal. Die sehen so aus. Das sind diese Nachfüllkassetten. Die kommen dann in den Tommy Tippi von oben reingelegt. Die Folie wird dann so durchgemacht. So. Durchgezogen. Hier kommt ein Knoten drin. Und auf der Unterseite hast du was, wo du das reinhängen kannst, damit es dann halt immer nach unten geht. Und auf der anderen Seite ist, wenn das dann fertig ist, weil hier ist mehr als für einen Eimer drin, nimmst du so ein Stück ab. Gehst auf die andere Seite, hast du so ein Scherensymbol, gehst durch, dann wird das abgeschnitten. Machst einen Knoten drin, kannst du den Müll bringen. Und davon sind jetzt hier 18 Stück drin. Habe ich diesmal geholt, wieder bei Amazon, aber im Sparabo. Das heißt, beim ersten Mal hat man so ja 45% oder 46% Rabatt. Und beim zweiten Mal 5%, glaube ich. Zweite Mal kommt jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe Oktober gemacht. Ich glaube, müsste im Oktober kommen. Glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher. Oh Gott, das andere kann ich euch nur, habe ich im Stream ja schon gezeigt. Das kann ich euch noch nicht zeigen, weil das erst nächste Woche da ist. eBay. Meine Benachrichtigung, nicht Käufe. Ich habe meine Sammlung jetzt komplett, weil die haben die Figur runtergesetzt von 99 Euro auf 65,99 und da habe ich zugeschlagen. Jetzt ist meine Sammlung komplett. Also ich habe jetzt von jedem Assassin's Creed Spiel, was ich habe und gespielt habe, habe ich eine Figur außer Indien, Russland, China. Da gab es keine Figuren. Und die Figuren, die zusätzlich kamen, wie jetzt bei Griechenland zum Beispiel, gab es in der großen Box war Alexios mit einem anderen Soldaten drin. Und wenn man wollte, konnte man sich Cassandra noch dazu kaufen, konnte Alexios wegmachen, Cassandra ranschieben und dann war das okay. Bei Black Flag gibt es noch welche. Also Blackbeard und so, die noch dazu waren. Aber die findet man so nicht mehr im Netz. Aber ich habe jetzt wenigstens die Figuren erstmal so komplett für meine ganze Serie. Jetzt irgendwann dann nochmal von Assassin's Creed 2 Ezio in der White Edition holen, weil ich habe die Black Edition, jetzt fehlt mir noch die White Edition. Ja, und dann halt so ein paar Figuren, die so am Rande noch mit bei waren. Bei Valhalla habe ich mir schon eine Figur bestellt. Da warte ich jetzt noch drauf, dass man die Collector's Edition, oder heißt die Collector's? Ich glaube Collector's Edition. Ist ja gut, Mausi. Dass man die für die PS5 bestellen kann, weil ich hatte es damals mit Black Flag das Problem, da hatte ich es erst für die PS3 bestellt. Dann konnte man aber nicht umkuddelmuddeln, sagen, ey, ich will nicht 3, ich will die 4 Version und die PS4-Version. Weil das war ja noch nicht bekannt, dass die PS4 dann rauskommt. Da kam ja alle, erst haben sie das vorgestellt, ich habe es bestellt und so. Und dann kam ja 2-3 Monate später kam ja Sony um die Ecke, ob dieses Jahr, Ende des Jahres, PS4. Und deswegen warte ich jetzt ab, bis die PS5-Version da ist. Ich denke mal, ab dem 12. wird das soweit sein. Am 12. ist nochmal ein Ubisoft-Event, den werden wir uns wahrscheinlich auch angucken können, wo neue Spiele vorgestellt werden oder allgemein gesagt wird, was jetzt in der nächsten Zeit Phase ist. Uhrzeit haben sie noch nicht gesagt, nur 12.7. Ich bin mal gespannt und ich hoffe, dass dann die große Version zu bestellen ist und dann werde ich die gleich vorbestellen.
Für die PS5 mit Figur, alle drum und dran. Ja, dann würde ich sagen, dann habe ich noch irgendwas? Nö, das war eigentlich alles. Den Frosch habe ich euch ja schon gezeigt, oder? Habe ich den euch schon gezeigt? Ich kann euch noch mal zeigen. Den hatte ich ja vorher mal schon geholt für meine Tochter. Den findet sie auch ganz toll, den will sie auch immer haben. Aber wenn er an ist, ist er ihr zu laut. Dann findet sie den nicht so toll. Aber macht ganz viele Seifenblasen. Wir wollen den demnächst mal mit in den Garten nehmen und gucken, wie da ist. Nachfüllpacks für Flüssigkeit ist auch drin. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass man hier nicht... Hier ist alles gerade, dass man hier nicht so eine kleine Kerbe reingemacht hat, die nicht auffällt. Ja, so, also wie so ein kleinen Trichter, dass man das vernünftig wieder rausgießen kann. Ja, dass es dann so ein bisschen verengt und dann... Weil wenn jetzt hier was drin ist, kriegt ihr das ganz, ganz schwer wieder raus, weil das ist alles gleich. Das ist eine Scheißarbeit und ich habe bis jetzt immer daneben gehauen und daneben gegossen. Deswegen lassen wir das dann einfach immer drin, bis es leer ist und dann ist es ja, dann ist gut. Ja, also. So, dann soll es das soweit auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Das war jetzt ein kurzes. Ach nee, die Couch habe ich auch bestellt. Siehst du, kann ich euch auch zeigen. Die zählt ja auch zu Odin mal shoppen. Weil die haben jetzt endlich bei Otto wieder Lieferung, dass man Sachen nach Hause liefern kann und auch Abholung. Die soll wohl dann auch funktionieren. Ich zeige euch das Sofa mal in groß. So. Das ist dann praktisch mein neues Sofa. Warte, ne? Na. So. Das ist mein neues Sofa. Ja. Und dann können endlich, also Lieferzeit 6 Wochen. Ist momentan auch runtergesetzt gewesen. Ich muss mal gucken, ist das noch runtergesetzt? Weil sollte ja zum Ende des Monats dann die Rabattaktion weggehen. Ja, jetzt sind nur noch 37% Rabatt. Jetzt kostet es 1019. Ich habe es für 1079 gekauft. Ja. Aber sonst ist alles okay. Ich habe ohne Bettfunktion Ottomane rechts. Und mit Kunstleder und Zufluxstruktur, also diese Traue, was ich jetzt ja auch schon habe. Und dann geht es endlich voran. Wenn das da ist und hier steht, dann weiß ich, wie viel Platz vom Sofa bis zur Wand ist. Dann weiß ich, wie ich mit dem Schrank mache, ob der wegkommt, ein neuer hinkommt, ob der nur abgebaut wird hier ringsherum und der stehen bleibt und dann halt Hängeschränke dazukommen. Hier soll ein Regal auf jeden Fall hin und dann kommen von oben hier Regale bis zum anderen Ende der Wand, wo die ganzen Figuren hinkommen. Das sind ja dann auch ein paar. Und dann soll da indirekte Beleuchtung, will ich auf das Regal, also einmal kompletten Leuchtstreifen hier rüber kleben. Das wäre euch dann alles, wenn es soweit ist. Ich hoffe, ja, 6 Wochen ist dann irgendwann Mitte August. Ich denke mal eher Ende August. Und dann sollte das endlich, Wohnzimmer endlich langsam fertig werden. Ich kann es schon nicht mehr sehen, jetzt so halb fertig. Durch scheiß Corona, aber dann ist es endlich soweit. Und dann gibt es auch noch mal ein Video dazu. So, ich bin jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.